Willkommen Leute zur offiziell ersten Folge Clash Royale hier auf meinem Kanal. Ich hatte ja schon mal ein Video dazu hochgeladen, das war aber nur so ein kleines Vorvideo quasi. Und jetzt habe ich mich erst dazu entschieden, eine ganze Serie dazu zu machen. Und ja, das hier ist jetzt die erste Folge. Ich hatte ja schon mal ein bisschen was gezeigt hierzu, in welchem Clan ich bin und so weiter. Ich bin ja bei den Nulzens, also von Manuelsen, von ehemals Broken Sums TV. Und ja, der hatte ja meinen Clan, als das Spiel hier im Hype war. Und da bin ich dann einfach mal rein, nachdem mein alter Clan inaktiv wurde, ja. Also wenn ihr jetzt einen Clan habt oder so, da könnte ich mir den auch gerne mal angucken, ja. Das ist ja nur so eine Notlösung, die ich gerade habe. Ja, also wenn ihr Bock habt, dass ich in euren Clan komme oder dass wir einen gründen oder was weiß ich, dann können wir das machen. Ja, gucken wir mal. Ich bin immer noch Arena 3 mit 1052 Trophäen derzeit und ich versuche mich zurzeit so ein bisschen hochzuspielen. Und wir kämpfen jetzt einfach mal ein bisschen, ja. Schauen wir doch mal. Stimmt, ich habe jetzt mein Deck nicht gezeigt, aber das werden wir jetzt gleich eh sehen. Ich kann ja dann nochmal zeigen, was ich alles für Karten habe und so weiter. Das mache ich dann, denke ich, nach der Runde entsprechend. Ja, die Videos hier werden immer in 1080p sein, allerdings mit diesen Rändern am Rand, weil das Spiel ja im Hochformat gespielt wird, was so ein bisschen doof ist, was mich auch so ein bisschen daran hindert, das Ganze ja normal bringen zu können, also im 16:9 Format, sondern da muss ich das eben so ein bisschen so machen. Andere YouTuber machen ja mal an die Seite so kleine, ja, kleine Bilder oder so, das werde ich nicht machen, weil ich einfach irgendwie, ja, keine Idee habe, was ich da machen soll und vor allem wie. Ich weiß nicht genau, wie man das im Renderprogramm entsprechend einstellt, dass da solche Bilder kommen. Na gut, mit Camtasia könnte man das, glaube ich, machen, aber ich lasse es einfach mal, ja, weil ich sowieso jetzt nicht die Idee habe. Also es wird dann wahrscheinlich einfach so bleiben. Ist halt ein bisschen doof bei dem Spiel, dass das so ist. Ich versuche aber trotzdem, das jetzt eben in 1080p hochzuladen. Ich hatte es vorher auf 720 eingestellt, mein Aufnahmeprogramm vom Handy. Ja, jetzt habe ich es einfach mal auf 1080 umgestellt. Mal sehen, ob das alles funktioniert und auch nicht allzu doll laggt und so weiter. Und dass das mein Handy überhaupt mitmacht. Nicht, dass das irgendwie mal abstürzt oder so und dann ist die Aufnahme hin. Das wäre natürlich auch scheiße. Ja, ich versuche die Folgen auch mal so 8, 9, 10 Minuten lang zu machen. Ich denke mal, das ist nicht zu lang. Länger sollte es dann aber, denke ich, nicht werden, weil es einfach, ja, es muss einfach nicht sein, jetzt irgendwie hier eine 20-Minuten-Folge oder so zu machen. Das wäre dann auch ein bisschen zu viel. Vielleicht mal als Special oder so zwischendurch, aber das Problem ist halt immer, dass dann auch nicht mehr so viele Leute so lange zugucken. Und ja, ich habe das ja schon öfter mal erklärt, warum ich auch die Videos allgemein immer ein bisschen kürzer halten möchte eigentlich, was ja zum Beispiel bei League of Legends auch nicht unbedingt möglich ist, aber naja, ist halt so. Ich müsste halt schneiden, ne? Das ist mein Problem. Will ich aber nicht, da sträube ich mich dagegen. Ja, okay. Hier, da schießt man nochmal die Hexe ab und die mit ihren komischen Häusern da. Oder Hütten, so hießen die. Boah, ich bin auch irgendwie schon wieder ein bisschen raus aus Clash Royale, muss ich ja sagen. Also ich habe echt lange wenig gespielt, also immer nur so ein bisschen meine Sachen eingesammelt, hier meine Gratis-Truhen und das war's dann eigentlich auch schon. So aktiv war ich in letzter Zeit jetzt leider nicht mehr und ja, es ist natürlich dann ein bisschen unvorteilhaft, ne? Und ich versuche auch gerade durch das Let's Play jetzt wieder ein bisschen mehr aktiver zu werden. So, und ich hoffe mal, dass ich überhaupt jetzt noch was gerissen kriege, ja? Ich meine, ich liege zwar vorn, aber wie der mich hier gerade überrumpelt, ist jetzt auch nicht so feierlich unbedingt, ja. Vielleicht verlieren wir das Ding hier. Ich weiß es nicht. Boah, Alter. Das ist echt knapp. Scheiße. Ich setze mal Valkyrie ein. Na komm. Okay. Zum Glück lassen sich diese Mini-Packers immer gut ablenken von irgendwelchen anderen Karten, die man setzt. Bei anderen Gegnern ist das ja nicht so. Die gehen dann einfach straight durch, wie zum Beispiel diese Schweinereiter, glaube ich. Oder, na, auf jeden Fall diese Ritter, die waren es, genau. Die habe ich gerade nicht im Deck, die habe ich mal rausgenommen, weil ich gedacht habe, das bringt eh nichts. Aber wenn ein Gegner die hatte, da waren die immer übelst OP, deswegen dachte ich, komm, ich nehme sie mal rein. Aber wie gesagt, als ich dann die meine Zeit lang hatte, hat es einfach nie was gebracht, die zu nehmen irgendwie. Ja, das war immer dann so ein bisschen problematisch. Deswegen habe ich sie jetzt auch nicht mehr im Deck entsprechend. Ja. So, wir könnten das Ding noch gewinnen oder es wird ein Unentschieden. Wäre natürlich ein bisschen lame, wenn es jetzt ein Unentschieden wird. Aber, na gut, ich denke mal, das wird es leider. Wenn wir jetzt nicht gerade nochmal Pfeile kriegen oder so. Ja, war das jetzt die falsche Entscheidung? Oh ja, das war sie. Scheiße. Das wird knapp. Scheiße, er hat gewonnen. Oh, Mist, ey. 2 Sekunden mehr.
Und ich hätte noch knapp gewonnen. Ey, das ist ja jetzt richtig scheiße. Ah, ich hätte ja, wenn ich defensiv gespielt hätte, ne, dann wäre es natürlich was geworden. Ja, ich zeig nochmal mein Deck hier oder meine Karten allgemein. So sieht es aus. Also das hier habe ich im Deck hier. Habt ihr auch gerade gesehen, schon im Spiel, denke ich mal. Ja, und hier sind noch so ein paar Karten, die ich habe. Ich denke mal, da sieht man dann noch alles. Hier sind noch ein paar, die ich nicht verfügbar habe. Und ja, das nur mal kurz. Dann hier haben wir noch mein zweites Deck, aber das benutze ich eigentlich nicht. Das dritte und das zweite ist übrigens gleich. Das ist noch vom Anfang damals irgendwie, als ich Clash Royale zum ersten Mal gespielt habe. Und das habe ich seitdem irgendwie nie geändert. Außer die Skelettarmee. Die hat sich aber irgendwie auch von allein da reingetan, glaube ich. Oder keine Ahnung. Ja, die hatte ich auf jeden Fall am Anfang noch nicht, glaube. Oder? Skelettarmee? Nee, ich glaube nicht. Na gut, egal. Ich versuche mal ein bisschen aggressiv jetzt zu spielen. Ja, da haben wir ihn auch schon so ein bisschen, aber er konnte natürlich jetzt auch durch. Oh, ich habe schon einen Turm. Ja, geil. Aber ich glaube, er holt sich mich jetzt, holt sich meinen Turm jetzt auch. Jetzt hat er noch hier Wut. Wutzauber heißt das Zeug, genau. Scheiße, Alter. Boah. Na gut, Skelettarmee ist immer gut gegen Mini-Packer. Den krieg mal weg. Vielleicht krieg mal den Turm jetzt auch noch. Ich versuche hier noch ein paar Lakaien hinzusetzen. Ich bräuchte nur eine Lakaienhorde, das wäre mal geil. Die habe ich leider nicht. Ich glaube, das ist eine seltene Karte, oder? Keine epische. Boah, eine legendäre Karte zum Beispiel hätte ich auch noch nie. Aber ich glaube, das liegt auch an meiner Arena. Ich war zwischendrin sogar mal Arena Level 2 eine ganze Zeit, weil ich die ganze Zeit meine Trophäen nicht halten konnte. Das war auch ziemlich kacke. Ja, das war noch zu meiner Zeit, als ich aktiv gespielt habe. Dann habe ich so lange aktiv gespielt noch, bis ich Arena Level 3 war endlich. Und dann wurde ich inaktiv. Oh, jetzt hat er aber Wutzauber hier geholt. Das ist nicht gut. Diese scheiß Riesen immer, ne? Die sind auch ziemlich OP. Aber wenn ich die im Deck habe, kann ich die immer nicht vernünftig einsetzen, dass ich die zu meinem Vorteil nutzen kann. Das ist immer so das Problem bei manchen Karten, ne? Bei anderen, die können dann immer super das einsetzen und keine Ahnung, sind da immer total im Vorteil jedes Mal. Aber bei mir ist das immer so ziemlich problematisch alles. Und Alter, das wird ja ein Drei-Kronen-Sieg. Yo, geil. Ja, nicht schlecht. Da hat sich der Sieg, oder der, ja, Verlust am Anfang ja doch jetzt noch bezahlt gemacht, ne? Ist ja eigentlich ziemlich nice. Jetzt habe ich 1067 Trophäen und kann mal hier 3 Stunden lang die Truhe öffnen. Okay. Ja, da wäre es das gewesen von dieser ersten Folge Clash Royale. Durch diesen Sieg jetzt am Ende dann doch ein bisschen kürzer. Aber nun gut, ist ja, denke ich, auch nicht so schlimm. Sonst wäre das Ganze, denke ich, mal so 9,5 Minuten geworden. Ja, und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, haut rein, bis dann und ja, ciao.